Na gut, es führt kein Weg dran vorbei, wenn wir in diese Kämpfer-Challenge runter wollen. Das heißt, wir müssen das Rätsel jetzt nochmal machen. Wir werden hier auf den Knopf drücken. Dann wird die Grube dazugehen. Wir werden den Knopf drücken. Werden entweder den Knopf hier drücken müssen oder den da. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, wie das war. Und danach müsste dahinter die Grube aufgehen. Dann könnten wir da auf den Knopf drücken. Dann müssten wir eigentlich noch den hier drücken. Und sonst gibt es, glaube ich, keine Knöpfe. Also wir müssen alle vier Knöpfe hier auf der Säule einmal drücken. Und den da hinten. Dafür hätte ich jetzt gerne wirklich einen Geschwindigkeitstrank. Aber den wir hier haben, der sorgt dann dafür, dass wir schneller angreifen können. Das ist sinnlos. So. Also ja, wir müssen erst den drücken. Ne, erst den drücken, dann können wir den drücken. Aber wie kommen wir an den da hinten ran? Weil wir hängen ja hier fest. Hier war ein Schlüssel drin, aber das bringt uns jetzt auch nichts. Und durch einen der Knöpfe respawnen wohl die Viecher hier auch. Na komm. Oh, noch ein Level up. Schöne Sache, aber wir können hier irgendwie nicht wieder weg. Also müssen wir runterspringen. Das lassen wir beladen einfach. Denn ich habe keine Lust, eine ganze Folge nur an diesem Rätsel zu honken. Also, wir drücken den Knopf. Wir drücken den Knopf. Wir drücken den Knopf. Wir drücken den Knopf. Und hocken da wieder fest. Ha. Gucken wir uns das Ganze nochmal an. Also, das geht zu. Wir drücken da drauf. Dann geht die Platte dahinter zu. Wir können da drauf drücken. Durch das Draufdrücken an den uns abgewendeten Knopf, wenn wir da hinten drauf drücken, geht die Platte hier zu. Wir können auf die drauf drücken und das macht irgendwas. Ich nehme mal an, die Platte dazu. Aber wir kommen zu der Platte nicht hin, weil in der Zeit, wo wir, die wir brauchen, da hinzugehen, auf den Knopf zu drücken, ist die Platte auf der anderen Seite da wieder offen. Das heißt, wir können nicht zurück. Du blöder Knopf, genau dich brauchen wir. Gut, schauen wir noch einmal. Also nicht, dass ich dann aufhören würde, das Rätsel zu lösen, aber... Ich gehe jetzt einfach mal so, wie wir sonst auch gehen würden. Nö, wir kommen nicht zurück. Okay. Neuer Test. Wir gehen jetzt einfach mal nicht auf die eine Platte, sondern auf die andere Seite. Ihr seht gleich, was ich meine. So, hier. Soweit alles noch normal. Jetzt gehen wir mal hier wieder zurück. Aber das ändert nichts. Ist irgendwo vielleicht eine Druckplatte, die wir drücken können, wenn wir da drüben sind, damit dann wir wieder zurück können? Und wir sollten auch mal die Wände abgucken, ob vielleicht irgendwo hier noch Schalter sind. Die zum Beispiel die Falltür dazu macht. Das wäre ja schon ganz praktisch. Da ist nix. Nix, nix. Nix. Das wäre auch noch ganz schick, so eine Kritzelei an den Wänden. Torum war hier oder so zum Beispiel. Oder allgemein, dass man Notizen in den Wänden hinterlassen könnte. Oder halt bessere auf der Minimap, aber die hat ja nicht jeder. Wenn man im Oldschool-Modus zum Beispiel spielt, ja nicht. So, haben wir eigentlich schon aus, in jede Grube runter zu springen? Also ich glaube, hier schon. Wir landen ja... Wo landen wir? Eine Etage tiefer? Hier? Nee. Wir landen ganz woanders. Na gut, wir werden auf jeden Fall nochmal runterfallen. Dann können wir darauf achten, wo wir landen und wie groß der Raum ist. Ob wir vielleicht dadurch irgendwo anders landen könnten.
So, ich höre wieder die Krabbe. Die Fackel nehmen wir einfach mit, für den Fall, dass das irgendwas auslöst. Keine Schalter. Wir sind schon viel zu weit weg. Nee, hier wird nichts sein, was das Rätsel beeinflusst. Okay, die Wände haben wir auch noch nicht abgeguckt. Nö. Somit haben wir, glaube ich, alle für uns zugänglichen Wände abgecheckt nach Knöpfen. Und keine Lösung gefunden. Bin ich einfach zu langsam? Also ja, wir können es mal probieren, ohne dass ich mit der Maus rumhampel und einfach den Knopf durchgehend auf der Höhe lasse. Also, einfach nochmal das Ganze. Wir versuchen schneller wieder zurückzukommen, um über die eine Platte noch rüberzukommen, bevor sie wieder aufgeht. Verklickt. Nö. Das kann nicht aufgehen. So, wo landen wir? Wir landen hier unten. Oh, da ist noch eine Tür. Ja, einfach mal so eine Tür. Ohne Schalter, ohne Schlüsselloch. Also ja, vielleicht müssen wir richtig runterspringen, um da hinzukommen. Wir sind eben gerade da runtergefallen und sind irgendwo hier gelandet. Also springen wir einfach mal da gleich runter. Wie kamen wir hier hoch? Also wieder raus? Irgendwo muss ja doch ein Teleporter sein. Ah, da. Und wir sind wieder hier. Wenn jetzt die Feuerelementare respawnen, dann lade ich gleich neu. Und ich bin wieder falsch gelaufen. Wieder die Krabbe. Ich sehe keine Feuerelementare. Gut. Wir wollten hier runterspringen, richtig? Also hier oder da. Stimmt, da war der Raum, wo wir auch mal eine Krabbe gesehen haben. Und da sind wir, glaube ich, noch nicht runtergesprungen. Na gut, gucken wir. Nö, aber knapp. Es ist definitiv der Krabbenraum. Also nochmal hoch. Hier rum, darum. Und da ist ja auch die Krabbe. Sie ignorieren wir einfach mal gepflegt und springen einfach runter. Das wird sie bestimmt irritiert haben. Tada, die Lurker-Hosen. Das heißt, wir haben das Lurker-Set jetzt auch zusammen. Gucken wir mal. Dumm, 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 dumm. Hose. Ja, das Lurker-Set hätten wir auch zusammen. Das heißt, wir geben ihm jetzt mal das Lurker-Set. Damit er noch mehr Ausweichen hat. Und gucken wir mal, ob jetzt sich was verändert. Also, sie hat 59, oder es hat 59 Ausweichen. Dann müsste es jetzt 64 haben. Ja, es gibt echt keinen Set-Bonus. Ist ja echt doof. Na gut, dafür habe ich gerade bei Steam gesehen, habe ich einen Erfolg dafür bekommen. Super. Ich hätte lieber einen Set-Bonus als einen Erfolg. Die Rüstung 9, 18, 27, 36. Nö, die schwere Rüstung ist besser. Das heißt, die können wir dann später auch irgendwo deponieren. Und einen Ninja-Stern. Ja, sehr schön. Jetzt haben wir das Mini-Rätsel, was wir am Ende nicht gemacht haben, auch gelöst. Wir haben noch einen schönen Gegenstand bekommen. Aber ich wollte ja eigentlich den Gegenstand haben, um die Kämpferprüfung zu lösen. Und nicht irgendwelche... nicht irgendwelche Kinderlektien. So, da war gerade das Level Up. Das hatten wir ja schon mal kurzfristig. Und ich höre noch ein Feuerelementar. Und gleich ist die Folge auch schon wieder rum. Boah, ich hasse dieses Rätsel. Und ich hasse Feuerelementare. Genau dich und deinen Freund da hinten auch. Warum auch immer hier zwei respawnen und da hinten auch einer.
So, tot, kaputt. Oh, wenn die respawnen, sind die vielleicht wichtig für das Rätsel? Das könnte ja auch sein. Es wäre tierisch nervig, aber es könnte sein. So, kaputt. Gehen wir zum Knopf und schlafen hier mal. Mann, Mann, Mann. Aber mir fällt echt nichts ein, wie wir nach dem vierten Knopf weiterkommen können. Nach dem vierten Knopf hängen wir da hinten fest in der Nische, wo der Schlüssel lag. Aber von da kommen wir nicht weg, außer wir springen in eine Fallgrube. Und wir haben nicht genug Zeit, in die Fallgrube zu springen und dann hier hinzulaufen und den Knopf zu drücken. Ja, jetzt wäre es echt praktisch, wenn man seine Party aufteilen könnte, wie bei anderen Spielen. Dann würden wir einfach einen da lassen, einen da, einen da, einen da, dann springen wir zwischen den Charakteren hin und her und drücken im richtigen Zeitpunkt den Knopf. Aber das können wir nicht. Also macht es eigentlich auch keinen Sinn, drüber zu reden. Menno. Na gut, ich mache das Ganze jetzt einfach nochmal und versuche unterwegs darauf zu achten, ob sich irgendwas irgendwo bewegt. Nö, das scheint echt nur... Obwohl, ich drücke gleich nochmal und gucke, ob vielleicht noch eine andere Fallgrube zugeht durch den ersten Knopf. Durch den zweiten Knopf, meine ich. Nö. Was ist mit der Fallgrube? Macht die irgendwas? Nö, da an der Wand ist kein Schalter. Also macht es auch keinen Sinn zu überprüfen, ob die Falltür hier irgendwie zugeht. Also, so. Ich habe schon wieder die Maus gedreht. Okay, jetzt nochmal die ganze Kombination bis zu dem Punkt, wo wir hinten in der Ecke stehen und nicht wieder wegkommen. Nö. Nicht ernsthaft, oder? Nur weil wir da wieder was in die Nische reingetan haben, ist das Ding jetzt aufgegangen. Und die Elementare sind respawned. Aber gut, wir sind ein Schritt näher. Eventuell können wir das jetzt so lösen. Ich weiß noch nicht genau wie, aber das können wir gleich in der nächsten Folge mal ausprobieren. So, zurück zur Ausgangsposition. Abspeichern. LP 075. Und hoffentlich lösen wir in der nächsten Folge dieses Rätsel. Bis gleich.